Wir sind im letzten Sektor vor dem Endkampf. Sektor 7, Mantis Heimatwelten. Und bei den Waffen bin ich, ja, noch zweigeteilt, weil wir haben zwei Waffen, die einen Nullerschild brauchen. Mir wäre es lieber, wenn wir noch eine Flak 2 bekommen würden. Verbraucht genauso viel Strom und wir hätten dann einen 8er Schildbrecher. Und eben trotzdem noch eine Strahlenwaffe. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Faster Than Light. Oben ist eine Sackgasse, müssen wir aufpassen. 6-mal Treibstoff auch nicht beruhigend. Noch nicht. Ah, super, Raketen verkaufen. Mann, wir bräuchten mehr Raketen. Wir haben ja zu Beginn ganz schön viele rausgehauen, aber das war auch wichtig zum Überleben. Es gibt hier einen Schwarzhändler. Du erhältst eine Nachricht. Wir leben in gefährlichen Zeiten, falls sie überzählige militärische Explosivwaffen haben, würden wir ihnen gerne etwas davon abkaufen. Wir erhalten für eigentlich umgerechnet 30 Schrott, 15 Schrott, 5 Raketen weg. Vielen Dank, damit haben sie uns sehr geholfen. Oh, ein Laden. Vielleicht ist eine Flak 2 drin oder noch besser Gedankenkontrolle. Weil die ist noch wichtiger. Für den Endkampf. Hier müssen wir auch noch verbessern. Schildsystem. Sensoren haben wir auch noch gar nicht, aber womöglich bleibe ich ohne Sensoren. Das hätten wir, glaube ich, auch noch nie, oder? Habe ich mir immer beim Schnecko-Schiff Sensoren geholt? Ich glaube, ja. Unweigerlich fliegen wir zum Laden, da können wir aber auch tanken, das ist gut. Vor dir erkennst du einen Mantis-Handelsposten und meldest dich damit, sie dein Näherkommen nicht als Gefahr einstufen. Der Verantwortliche des Handelspostens begrüßt dich. Haben sie Schrott dabei? Schnell, docken sie an, bevor die Krieger sie entdecken. Oh, Gedankenkontrolle. Ah, Seite 2 hat er noch. Reparaturarm könnte auch nicht schaden. Nochmal Crew. Speerstreifer werde ich nicht verkaufen. Jetzt habe ich nämlich gerade die Waffen verbessert. Da müssen wir schon immer voll besetzt sein. Ich werde eigentlich einen Reparaturarm würde ich mir gerne kaufen, aber die Gedankenkontrolle ist jetzt Pflicht. Und dann wollen wir noch tanken. Brauche ich noch einmal Strom, um die auch einzusetzen. Höhle lasse ich mal so. Wir sind ja schon in Sektor 7. Wir dürfen halt nicht mehr als 10 Hüllenschaden in Summe bekommen. Okay, vom Laden nach oben dann. Oder jetzt noch hierhin? Ja, jetzt noch hierhin, weil am Ende komme ich wieder zu früh am Ausgang an. Ich kann auch hier nochmal den Punkt mitnehmen und dann hier hin. Können auch hier hoch? Nee. Dann können wir hier noch den schnellsten Weg wählen, wenn es zu eng wird. Aber wir können ja erstmal die Rebellen bis hier rankommen lassen, ehe wir uns weiter Richtung Ausgang machen. Klingt vernünftig. Mit 10 Treibstoff kommen wir jetzt auch drüben an. Okay, jetzt heißt es maximal einen Schrott holen. Wir haben Dreier-Hacking, wenn wir es brauchen. Mal gucken. Als deine Crew das Mantis-Kriegsschiff sieht, dass es an den eigentlichen Sprungkoordinaten... Das an den eigentlichen Sprungkoordinaten lauert, ist sie erleichtert, dass du den Sprung mit einer kleinen Abweichung berechnet hast. Wir könnten nämlich verborgen bleiben oder angreifen. Wir nehmen jeden Kampf mit, wir brauchen Schrott. Ziemlich dicke Rakete. Und einen Schildbrecher. Also im Grunde zwei Waffen. Crew bei uns. Und noch beim Ingi zuerst. Wir werden hacken müssen. Kontrolle können wir auch noch einsetzen hier. Ich mache einmal den Speerstrahl aus. Jetzt habe ich zu wenig Strom auf dem eigenen Schiff, also für die eigene Verteidigung. Jetzt geht's schon los, jetzt setze ich den Speerstrahl gar nicht ein, weil zu wenig Strom. Wir bräuchten gar nicht vollen Strom, dann machen wir das auch so. 11 Drohnenteile. Da ist auch noch ein Engi drin. Ja, hacken ist Pflicht, wenn da ein Engi drin ist. Jetzt haben wir einen Puffer, falls die unsere Waffen angreifen wollen. Wollen wir, dass deren Crew stirbt, dann werden die nur noch zu zweit. Heißt, Teleporter kaputt machen. Wie viele Balken haben die denn da? Ich will aber auf die Raketen gehen. Heißt, mit dem Speerstrahl gehen wir dann über den Teleporter. Dann lassen wir das Schildsystem unangegriffen. Ach Mist, ich habe nicht gehackt. Ich bleib.
Fliegt die vorbei? Nein. Höllen Schaden wieder bekommen. Die dampfen auch noch ab. Ich warte noch etwas, bis die sich entscheiden, wo sie hinwollen. Nein, ich muss jetzt was machen. Schnell grillen. Voll auf die Waffen. Ah, da habe ich geschlafen. Das gefällt mir nicht. Wir haben dicke Probleme und kein... Aua! Noch mehr Höllenschaden. Jetzt wird es aber langsam eng mit den 10 Balken. Die haben keinen Raketenwerfer mehr, die haben nur noch ihren Einerschuss. Ärgerlich, dass ich da geschlafen habe, ey. Die sind wieder da, aber wir sind auch voll geheilt. Ach, in der Krankenstation ist er da. Keiner im Schildsystem und das ist zugesperrt durch Hacking. Können die komplett vernichten? Will ich das jetzt? Ich würde ganz gerne so gehen. Dann ist das Schiff aber auch weg. Ich habe Hoffnung, dass wir die noch klein bekommen, aber wie, die haben gerade, glaube ich, keine große Gefahr. Insofern machen wir die kaputt. Das ist ärgerlich. Das mit der Rakete. Das Schiff explodiert und hinterlässt eine beträchtliche Menge an nützlichem Schrott. Dreimal Treibstoff und drunter 53 Schrott, das ist sehr ordentlich. Und unsere Leute werden überleben. Keine Frage. Jetzt haben wir die Gedankenkontrolle, jetzt bauen wir nochmal Reaktor aus, damit es etwas komfortabler wird. Speicherstreik können wir anmachen. So, mal gucken, ob wir den endlich mal einsetzen, den zweiten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Also mit dem 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 würde passen. Oder wir flattern dann halt so den vierten. Ja, machen wir so. Wir haben gar nicht so viele Ressourcen von gar nichts. Also nichts bedenklich, aber nicht viel. Es gibt nicht viele Flecken im Mantis-Weltraum, die nicht mit Wracks aus vergangenen Kämpfen übersät sind, aber dieser ist einer davon. Du holst Tiefluft und bereitest alles für den Weiterflug vor. Mann, wir brauchen Schrott, der vierte Schildpunkt kostet viel. Notfall? Nee. Wobei... Na gut, ist ein Notfall, dann gehen wir hier dann oben lang. Wir können von den ganzen Punkten, von denen hier raus. Okay, Notfall. Aber erstmal nö sagen. Okay, hier brauchen wir keinen Drei-Balken-Hacking. Haha, ich wusste, dass jemand auf unsere heimtückische Falle reinfallen würde. Das Notsignal war anscheinend nichts als eine Ablenkung für einen Piratenhinterhalt. Teleporter ja, aber ich... Oh, Rakete. Auch noch eine kleine und so ein Kettending. Aber die Rakete ist doof, weil die macht Hüllenschaden, wenn sie ankommt. Will ich die Hülle noch schützen? Ich meine... Die Frage, wo hacke ich jetzt nämlich hin? Deswegen die Frage, will ich die Hülle schützen? Gehe ich jetzt auf das Schutzsystem? Schau ich mir die Türen an. Das ist ja ungewöhnlich. Hacken, hacken, was? Wir kriegen diese oder so klein. Ich gehe auf Hüllenmaximierung. Zehn Drohnteile noch. Finger weg. Muss er die Rakete im Auge behalten? Wir haben jetzt gleich 4 Waffen im Einsatz. Das könnte schön werden. Deswegen ist das Schiff wohl gleich weg. Deswegen war es richtig komplett auf. Also mit den... mit der Hackerei auf die Waffen zu setzen. Damit gehen wir auf die Waffen. Jetzt wird es interessant, erstmalig 2 Speerstrahlen einsetzen. Heißt das Schiff, dem wird es gleich gar nicht gut gehen. Ah, bis ganz rüber kommen wir leider nicht. Okay, jetzt müssen wir taktisch gut die Strahlen platzieren. Oh Mann. Ah, jetzt habe ich sie weggemacht. Es geht schon los. Geht schon gut los. Dann machen wir es einfach simultan dazu.
treffen uns nicht ganz in der Mitte. Wobei, kriege ich das noch hin? In der unteren Ecke beginnen und mir hier den Punkt aussuchen. So. Wenn schon, dann schön machen. So. Über den Mantisfühlern treffen sich die beiden Strahlen. Sie haben es uns gezeigt, wir sind besiegt. Nehmen Sie das hier, wir schämen uns. Viel mehr Treibstoff brauchen wir nicht zwingend. Zwei Raketen, 35 Schrott ist mir zu wenig. Ich klammer jetzt sogar Treibstoff aus. Na, sind wir mal nicht so gemein. 47 Schrott. Sauerstoff bei denen auch aus, Teleporter auch aus. Die verrecken also bei uns. Okay, vielleicht können wir das Schiff ja ganz lassen. Mal gucken. Die werden eh keinen mehr rüberschicken, deswegen können alle zurück an ihre Posten. Ja, Walter Mantis hat sich sogar noch in Sachen Zweikampf verbessert. Ah, die Rakete ist... Ah, die Rakete. Hoffentlich weichen wieder aus. Mist, die Waffen waren noch so bereit. Bitte flieg vorbei. Dummes Ding, ey. Ah, die Rakete ist an. Das ist gerade ein Engi, der noch rumwuseln kann. Das gefällt mir gar nicht. Okay, wir machen es einfach platt. Die Hölle geht jetzt vor. Wir müssen auch an den Endkampf denken. Ja, hier könnte man mehr Schrott rausbekommen, aber ich sehe die Chance gerade geringer. Als mir lieb ist, deswegen machen wir das Schiff jetzt kaputt. Nee, ich will doch eigentlich immer mit dem Doppelschusslaser anfangen. Mache ich noch zu selten. In der Hoffnung, dass die dicken Popel dann nicht nutzlos verpuffen, sondern eben auch Höllenbrüche machen. Das Schiff explodiert und hinterlässt, ja, wunderbar, einen drunter, 41 Schrott und 3x Treibstoff. Passt doch. Wir brauchen aber mehr Schrott, viel mehr. Da wir den Strom eh beim Reaktor brauchen und wir haben jetzt alles, was wir wollen. Gedankenkontrolle, Hacking. Eine Flak wäre ja noch ganz schön. Aber Sauerstoff sehe ich gerade. Damit wir jetzt einfach voll angreifen können, brauchen wir noch einmal, nur zweimal Strom, damit auch die Gedankenkontrolle wirkt. So. Also ein Viererschild können wir mit Hacking knacken, wenn Hacking durchkommt und dann zwei Strahlenwaffen, sehr effektiv, wenn kein Schildpunkt mehr da. Sieht doch gut aus. Und Gedankenkontrolle können wir auch einsetzen. So, jetzt nicht auf dem Ausgang fliegen. Sauerstoff könnte besser sein, aber jetzt fliegt man los. Je schneller wir ankommen, desto mehr Schrott ist hoffentlich da. Bei diesem Signalpunkt treibt ein automatisierter Rebellenaufklärer im Raum. Er ist unbeschädigt, aber nicht aktiv. Die Daten wollen wir nicht. Wir nehmen 35 Schrott mit. Vielen Dank, kleiner Rebellenaufklärer. Weiter Richtung Rebellen. Wir nehmen jetzt Konfrontationskurs an. Asteroidenfeld. Okay, Dreierschildgegner ohne Rakete. Gut. Du erreichst einen Asteroidengürtel, in dem die Rebellen einen automatisierten Aufklärer stationiert haben. Auf Gefechtsstation. Wie lange tarnt der Arsch sich? Moment. Ich erst mal gucken, ob wir irgendein Problem hätten. Zwei Schuss, drei Schuss, Ionkram. Könnte doof sein, aber... Drunter setze ich jetzt nicht ein. Der hat mindestens 60% Ausweichen. Ah, eher 65, weil hier ist ja auch schon was. Deswegen fliegt zu viel vorbei. Zweimal hat es getroffen, jetzt haben wir gleich ein Nullerschild. Oh. Aber eh jetzt so viel Hüllenschaden reinkommt. Wir haben dann im Endkampf nichts, was Drohnenteile, was die Abwehrdrohne vom Rebellenflaggschiff ablenken könnte. Deswegen wäre mir auch eine Flak 1 ziemlich lieb. Oder eine Flak 2. Braucht dreimal Schrott. Schrott sage ich, Strom, ne? Drei. Heißt Sperrstrahl weg und Doppelschusslaser. Dafür haben wir dann einen 10er Schildbrecher. Und einen Sperrstrahl. Was mache ich denn jetzt?
Apotheken einsetzen, damit es bei den nächsten Salven nicht noch schlimmer wird. Eine 10er-Hülle brauchen wir, weil wir bekommen, also wir dürfen maximal 10 Schaden haben, so rum, weil die reparieren 10 Hüllenpunkte. Wenn mehr Schaden an der Hülle, dann rechne ich mit Reparaturstationen, die wir auch bekommen, ohne noch mehr Schaden zu bekommen vorher. Also der Spaß wird erstmal abgefangen, dann gibt es noch Asteroidenkram. Ich hacke, und zwar voll, weil wir haben den Strom eh. Asteroid macht Schaden. Ja, Gedankenkontrolle ist aber nicht so wichtig. Trotzdem, wir haben gerade keine Beschäftigung an Bord, deswegen ganz machen. Vielleicht müssen wir ja Steine kontrollieren. Wir könnten schon auf die Waffen gehen, das mache ich auch sofort. Ich meine, wir haben 3 Balken, heißt, wir können der Theorie einen 4er-Schild unterhalten, das dauert noch etwas. Du auch schnellstmöglich, die Strahlen sind ja recht schnell. Ah, ich glaube, die kommen nicht mehr durch. Da verfehlt auch noch was. Komm, Speerstrahl. Ja, okay, die sind rechtzeitig bereit. Einmal weg damit und selbst wenn er sich jetzt tarnt, keine Chance, die Strahlen machen Treffer. Habe ich da jetzt auch mitgenommen? Moment. 4 Räume. Zwei Schuss, 2 Schildpunkte. Asteroid, bitte nix. Gut. Hätte er noch 3 Schuss, immer noch ziemlich viel. Der scheint auch ein paar Balken in der Reserve zu haben. Der Lümmel. Oh oh, ah, ein Schildpunkt wieder da, aber Asteroid, Achtung. Toll. Ah, nicht gut, jetzt haben wir mehr als 10 Schaden. Ah, das Schiff machen wir jetzt kaputt. Jeder Schuss ist ein Treffer. Das Schiff explodiert und hinterlässt 3x Treibstoffen drunter und 48 Schrott. Hier müsste man viel mehr normale Kämpfe gegen Nicht-KI-Flieger machen, weil im 7. Sektor ist die Schrottchance am größten, abgesehen vom 8. und da sollte man die ertragreichsten Gegner haben. Mann, Wunschkonzert und Leben und so. Unseren Leuten geht's soweit so gut, wir fliegen weg. Noch ein Asteroidengürtel. Mit Rakete wieder, ey. Du erreichst einen Asteroidengürtel, in dem die Rebellen einen automatisierten Aufklärer stationiert haben, auf Gefechtsstationen. Und Gedankenkontrolle hat er auch, aber gut, da haben wir was dagegen. 2 Bombenwerfer und ein 2er-Schuss, ein Doppelschusslaser. Okay, wir hacken seine Waffen voll. Wieder ein Drunter weg. Gerade das 1 bekommen, wieder weg. Verhalten wir die Waffen dann richtig runter. Oh, das könnte eine Ionenbombe sein. Schaut mal, das Ding lädt schneller, aber das Ding sehr langsam. Du wärst bereit. Wir warten nochmal, ja, sowieso noch ab. Vielleicht kommt aber noch ein Asteroid reingeflattert bei ihm. Ne, wir warten auf unsere Schüsse, die sind wichtiger. Vielleicht kommt in der Zwischenzeit nochmal ein Asteroid rein. Speerstrahlen sind mir noch nicht ganz geheuer. Deswegen habe ich jetzt nochmal gewartet. Wow, Schwein gehabt. Zum Glück sind die Speerstrahlen schnell, deswegen aber trotzdem kürzesten Weg halten, weil schaut neuer Schildpunkt gleich wieder da. Nein, ich habe Mist gemacht. Waffen sind noch gehackt, aber oh nein. Komm, Asteroid, hilf. Gut, Schwein gehabt, echt Schwein gehabt. Oh Mann, ey. Die Rakete ist noch da, wir müssen schnellstens unseren Waffen drauf. Zum Glück haben wir so ein starkes Hacking draufgesetzt. Jeder Schuss ist ein Treffer. Mist, jetzt kommt der Mist gleich wieder. Ich will jetzt aber nicht warten. Gedankenkontrolle wieder Bock, die Rakete ist ja immer noch da. Der Höllenlaser muss treffen, aber Hacking dauert noch. Und bis
die Sperrstrahlen wieder bereit sind, ist der Doppelschusslaser auch wieder bereit. Jeder Schuss ist ein Treffer. Ein Schildpunkt, mehr nicht. Mann. Moment. Oh, zum Glück ist vorher kaputt gegangen. Das war knapp. 50 Rad, das ist schön viel. Das Schiff explodiert und hinterlässt eine Rakete, ein drunter und 50 Schrott. Dennoch, zu wenig Schrott. Und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.